Der Hurrikan Dorian wirft für die USA seine Schatten voraus. Menschen in den Gebieten an der US-Küste, die evakuiert werden, sollten sich spätestens jetzt in Sicherheit bringen. Das sagte am Montag der Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, der für die Partei der Republikaner seit gut einem halben Jahr in diesem Amt ist, in der Hauptstadt von Florida, Tallahassee. Der Hurrikan Dorian hatte auf den Bahamas mit Windspitzengeschwindigkeiten von deutlich über 250 Kilometern pro Stunde für eine Spur der Verwüstung gesorgt. Nun bewegt sich der Wirbelsturm langsam auf Florida zu. Gouverneur DeSantis sagte, alle Betroffenen sollten sich nun in Sicherheit bringen, solange noch Zeit und Kraftstoff verfügbar seien.